Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir den Zugschlüssel bekommen, den Madame Venus verloren hat. Und ich möchte euch noch kurz eine Kleinigkeit erklären. Warum ich zum Beispiel nach Tara wieder das Macho-Band gegeben habe und ihm das Schattenglas abgenommen habe. Kurze Erklärung, was machen die beiden Items? Das Macho-Band erhöht sozusagen meine FPs, die ich bekomme. Es gibt ja Werte, die nicht im Spiel angezeigt werden. Das sind sogenannte FPs und DVs. Mit den DVs, tut mir leid, da kenne ich mich kein Stück aus. Null, nada, gar nichts. Geht's auf PokeWiki, wenn ihr das wissen wollt, schaut's danach. PokeWiki.de. Die FPs sind sogenannte Fleißpunkte. Man kann es so sagen, man kann maximal 255 sind es, glaube ich, FPs pro Status haben, theoretisch gesehen. Auf einen Status verteilen, sagen wir es lieber so. 255 FPs kann ich auf einen Status maximal verteilen, beispielsweise auf Angriff. Insgesamt kann ich allerdings nur, wie viele sind es? 512 waren es, glaube ich. Egal. Fakt ist, ich kann nur auf zwei zwei Werte maximale FPs verteilen. Was sind überhaupt FPs und was bringen sie mir? FPs sind wie gesagt Fleißpunkte. Je nachdem, wie ich, gegen welches Pokémon ich kämpfe, bekomme ich andere FPs, andere Fleißpunkte. Die sind einfach nur dafür da, dass ich ein Pokémon nicht sinnlos mit Sonderbonbons vollstopfe und gar nicht mehr mit ihm trainiere. Denn da durch Sonderbonbons bekomme ich keine FPs. Soll heißen, ein Pokémon, das ich so hoch trainiert habe, auf Level 100, und hat um einiges bessere Werte als ein Pokémon, das ich nur mit Sonderbonbons vollgestopft habe, bis auf Level 100. Denn pro 4 FPs für einen Wert, sagen wir mal, pro 4 FPs auf Angriff, bekomme ich auf Level 100 gesehen einen Punkt mehr für diesen Wert. Soll heißen, das nehmen wir mal an, wir haben 40 FPs auf Angriff, ist wenig, ja. 40 FPs auf Angriff auf Level 100, dann ist mein Angriff um 10 Punkte stärker. Genau. Was macht das Macho-Band? Das Macho-Band gibt mir mehr FPs, allerdings nur für die Spezialverteidigung. Soll heißen, ich treffe die Spezialverteidigung von meinem Nachtara gerade abgrundtief in die Höhe. Einfach nur, dass es eine Spezialverteidigung hat und alles überlebt. Aber Nachtara überlebt jetzt schon alles. Und zwar bekommt es 4 FPs, ganze 4 FPs pro Gegner. Und das ist einiges. Und es bekommt zusätzlich noch die FPs des Gegners hinzu. Soll heißen, ich kann extrem viele FPs bekommen. Und das ist geil. Deswegen habe ich ihm einfach mal kurz das Macho-Band wieder gegeben. Ich habe schon eigentlich viel zu viel jetzt erklärt. Ich wollte noch erklären, was das Schattenband, sage ich schon. Das Schattenglas macht. Das Schattenglas erhöht Unlichtattacken. Da wir hier allerdings in der dritten Generation sind bei Pokémon Kolosseum, erhöht es die Unlichtattacken nur um mickrige 10%. Ab der vierten Generation erhöht es um 20%. Aber da es hier nur um 10% erhöht, ja, das ist ein bisschen mickrig. Würde ich jetzt mal so annehmen. Also 10%, das ist ein bisschen mickrig. Deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich ihm nochmal kurz das Macho-Band, um seine Spezialverteidigung in die Höhe zu treiben. Und danach kann ich ihm das Schattenglas geben. Gut, wisst ihr da jetzt mal Bescheid. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Scheiße, ich wollte da noch schon was... Genau. Okay, das passt. Psyana. Sag mir doch mal, was deine Spezialverteidigung ist. Deine Spezialverteidigung ist auch nicht schlecht. Als nächstes gebe ich es dann das Macho-Band mein Tornupto. Weil das hat am wenigsten Spezialverteidigung. Hier ist nichts. Da ist ein Item. Ich hab's genau gesehen. Hier ist ein Weg, Buffy. Das war ein... darf ich an euch vorbei? Dann eben nicht. Dann kämpfe ich mich eben durch. Hey, endlich! Nanu, heute sollte doch mal da Minus mitfahren, oder? Aber, euch habe ich doch schon mal gesehen. Auf der schwarzen Liste. Ihr seid doch Spike und Buffy. Wie seid ihr nur hierher gekommen? Was für ein... Ich kann nicht zulassen, dass das Krypto-Pokémon-Labor betrete. Ich meine, ihr das Krypto-Pokémon-Labor betrete. Deswegen renne ich hier durch und mache einfach alles kaputt.
Yeah. Seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, war das nicht ganz leicht überdosiert? Ist doch sowieso zu spät. Los, wir verschwinden. Ja, die handeln lieber, anstatt zu verhandeln. So, was haben wir denn hier? Den Torschlüssel. Na, für was für ein Tor kann das nur sein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, was haben wir hier? Die O-Disk. Hey, die schauen wir uns doch mal kurz an. Ich weiß schon... Oh, fuck. Oh, shit. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ah, okay, passt. Nee, ich habe gerade überlegt, weil ich... mir gerade eingefallen ist, wo mich die O-Disk hinbringt. Ah, okay. Mhm, passt. Passt. So, die kann ich eigentlich... gleich mal benutzen. So, leistens fehlt jetzt eigentlich... Jetzt haben wir insgesamt schon drei Disks. Die V-Disk, die R-Disk und die O-Disk. Jetzt sind wir doch mal gespannt, wann es weitergeht. Theoretisch gesehen müsste es doch noch zwei Disks geben. Und zwar die L-Disk und die U-Disk, oder? Links und unten. Nehmen wir doch mal an. Sehen wir dann. So. Können wir mittlerweile den Aufzug benutzen, bitte? Danke. Immerhin etwas. So, das ging mir schon um einiges fixer. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, erstmal ab zurück nach Orkus. Speichern und mal kurz die O-Disk benutzen. Ich muss aber glaube ich so gehen, weil ja gerade das Ich beam dich rüber Boom 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 Teil auf der rechten Seite ist. Also ihr wisst ja, was ich meine, oder? Also diese Plattform Beam Beam Boom 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 Teil da. Also das Teil halt. Das meine ich. Beam dich rüber Boom 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 Teil. Okay. Gut, dann nehmen wir da doch jetzt mal die O-Disk rein, wenn ich sie finde. Da ist sie. Alles klar. So, mal schauen, wo uns die denn jetzt nun hinbringt, die O-Disk. Aha, auf jeden Fall zurück nach Pyritus. Und hier zur Mühle, okay. In die Mühle rein. Zu einer versteckten Kiste. Na sowas aber auch. Was kann da nur drin sein? Die nächste Zeitflöte. Ja, wunderbar. Und jetzt werden sich wahrscheinlich die meisten gedacht, aha, deswegen hat er sich also Gedanken gemacht. Suicune. Aha. Richtig, ich hätte es für Suicune hernehmen können. Aber meine Güte, jetzt habe ich dem schon so viel... Na gut, viel ist es nicht, aber für Suicune ist es viel. So viel Kryptometer abgezogen. Nee, lasse ich es jetzt lieber so. Apropos, so viel abgezogen. Suicune, wie sieht dein Kryptometer eigentlich gerade aus? Ja, wunderbar. Ist ja schon ganz viel weg. Muss ich was im Pyritus erledigen? Ich nehme mal an, nein. Dann nehmen wir die V-Disk her. Okay. Dann würde ich mal sagen... Ah, da fällt mir was ein, aber das bringt mir nichts. Dann machen wir das auch nicht. Was mir aber einfällt, was wir machen können, was mir was bringt. Als erstes mal das Pokémon-Lagerungssystem. Wo bist du? Da bist du. Dich wollte ich haben. Und adios. Seidenschall brauche ich hier nicht. Komm, der erhöht auch eh nur um 10%. Was bin ich mit 10%? 10% ist so mickrig, aber es ist immerhin etwas. So. Ja, jetzt habe ich zwei Krypto-Pokémon dabei, aber ist mir doch egal, ganz ehrlich. So. Kurze Heilung. Na komm. Dum-dum-dum-dum-dum.
Okay. Dann nochmal kurz speichern. So. Und weiter geht's. So, wir verlassen jetzt mal Orkus. Und zwar ohne Buffy. Okay, kein Problem. Ach, auf einmal ist sie hinter uns. Ja, Buffy kann sich beamen. Sie ist ja schließlich mit so einem Goku verwandt. Kann also auch die momentane Teleportation. So, ab zum Krypto-Pokémon-Labor. Denn unser Torschlüssel ist selbstverständlich für das Krypto-Pokémon-Labor. Und vorher will ich erstmal nachschauen, habe ich genügend Hyperbälle? Ja, habe ich. Hoffe ich mal, dass das reicht. So, meine Items. Schattenglas gebe ich jetzt gerade niemanden. Ist okay. Den EP-Teiler gebe ich jetzt auch gerade niemanden. Und das brauche ich alles niemandem geben. Okay. Ein Schlüsselloch. Dann nehmen wir doch mal den Torschlüssel her. Okay. So, bevor wir aber ins Krypto-Pokémon-Labor gehen, können wir einmal hier so außen rumlaufen und die ganzen Kisten einsammeln mit zweimal Hyperheiler. Und wenn ich mich nicht irre, ist da hinten rechts noch eine Kiste. Okay, die war außerhalb. Okay, waren nicht zwei Kisten außerhalb? Nee, muss ich mich wohl irren. Wo musste ich denn jetzt lang? Links, rechts, links, rechts. Ich glaube, ich musste zuerst rechts. Einfach habe ich jetzt einfach nur geraten, weil die Tür hier nicht aufgegangen ist. So. Dann gehen wir doch mal rein. Und hier haben wir eine absolut geile Musik. So, hier können wir nichts machen. Oh nein, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Ja, betätige ihn mal. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was, da war ja was. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ich erinnere mich, da war ja was. Und eine absolut geile Musik geht weiter. Ist hier eine Kiste? Ja, wusste ich doch, dass da die gemeine Kiste mit den 3 AP Plus war. So, lass mich überlegen. Psyana, du kriegst noch keine AP Plus. Nachtara, hast du gerade irgendeine Attacke, wo ich AP Plus... Ja, komm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat keiner von euch wirklich eine Attacke, wo ich sag, hey, da brauche ich unbedingt mehr von. Mehr AP? Nö. Gerade eben nicht. Hier ist nichts. Dann schnell hier runter. Aber später bekommt Psyana zum Beispiel eine Attacke, wo man unbedingt sagen sollte, hey, da können wir unbedingt ein AP Plus rein investieren. War das gerade ein Bug? Nenn ich mal, okay. Hat es nur so ausgeschaut, dass ich auf einmal durch die Wand durchgescheint habe. Es ist immer dasselbe. Die Drecksarbeit bleibt immer an mir hängen. Dabei habe ich wirklich noch genug anderes zu tun, wenn wir das Labor aufräumen. Was? Warum? Wie? Wer seid ihr? Ihr wirkt verdächtig. Ich wette, ihr seid Eindringlinge. Nein, wir sind auf der Durchreise. Wir haben in diesem, hier in diesem Losausverfahren hier Gewinnspiel gewonnen. Und ja, keine Ahnung. Ist doch egal. So, Xiana nach Tara. Ach komm, zwei Voltoball, was willst du denn damit? Willst du mir damit jetzt irgendwie gefährlich kommen oder sowas? Voltoball hat keinen Statik. Das ist schon mal gut, deswegen kann ich das Ganze mal angreifen. Mit einer Fahrer. Oh, schön gemacht, Psyana. Schön gemacht. Okay, mit Ultraschall wollt ihr mich jetzt vernichten. Ultraschall ist natürlich gemein, zieht kontinuierlich nur 20 KP ab. Ist sozusagen die schwächere Form von Drachenblut, welches konstant 40 KP abzieht. Aber es ist total sinnlos einfach nur noch. Ich meine 20 KP, ganz ehrlich, was sind 20 KP? So. Dann wird das nächste Voltoball noch kurz vernichtet. Schade, kein Volltreffer, das wird's.
ideal gewesen. Oh, komm, schon wieder Ultraschall. Dann mach's halt. Komm, drei Attacken, jetzt sind wir gerade mal 60 HP abgezogen. Als ob das mein Nachtara irgendwie jucken würde. Wobei, gut, mit Ultraschall zieht er meinem Nachtara wahrscheinlich mehr ab als mit dem Angriff. Bei der Verteidigung, die es fichert. Das würde ihm noch leid tun. Na, wenn du das sagst. Naja, ich würde mal sagen, wir schauen mal nach. Oder sollen wir im nächsten Part nachschauen? Ach, wir können da gar nicht drüber gehen, das wusste ich gar nicht. Wir können gar nicht, wenn solche Items am Boden liegen, über diese Items drüber gehen. Schade. Ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns da mal an, was dieser Typ denn so verloren hat. Und durchsuchen mal ein bisschen das Labor. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Pokémon Kolosseum für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.